Wieso fick hat mich da gut getroffen? Ich habe weder einen Plan, noch ein neues Thema. Am besten rapp ich wieder etwas über die GEMA oder über Weihnachten. Ha, Mann, wär das Beef oder ein Facebook-Song oder Donut-Deep oder darüber, dass ich so oder schrieb oder zieht. Jetzt wohl nicht mehr so sehr oder was. Also ich dachte, dieses Wort wär oberkrass. Alle Leute wünschen sich von mir einen neuen Track. Ist ja schon okay, dann schreib ich irgendeinen Dreck. Hab wieder ausgefeilte Hausmaus-Reime im Gepäck und meine Zweckreime esse ich am liebsten mit Besteck. Gecheckt, wenn ich dann liest das Top-Kommentar, da wird das schon erklärt, ey, das ist ja wohl klar. Und hatte ich recht, schrieb das da einer? Na also, Oster. Ich kenn doch meine Partner. Was soll denn das? You suck. Ich bin kein Rapper, nur ein Typ, der rappt. Von Nord nach Ost, von Süd nach West. Und in diesem Lied rappe ich irgendein Scheiß. Warum? Weil es sich so schön reimt. Er ist kein Rapper, nur ein Typ, der rappt. Von Nord nach Ost, von Süd nach West. Und damit es sich reimt, rappen wir nur so'n Scheiß. Diese Zeile hier ist der Beweis, Diggi. Ich dachte, nach meiner EP wär ich totgeschrieben. Doch im Grunde ist alles so geblieben wie davor. Nur dass ich älter bin, noch kein Stück reifer. Dafür gehen meine Tracks jetzt zum Gegleich deines Ohr. Trojaner-Style, ich hacke mich in dein Gehirn. Meine Fans tätowieren sich meinen Namen auf die Stirn. Denn sie haben nichts zu verlieren, außer meine Musik, die sie auf Facebook und Twitter teilen wie Weed. Ich bin der eine Freak, wie es sonst keinen gibt. Du stehst da wie eine Oma, keine Chance bei einem Dieb, der dich überfällt. Nur will ich nicht dein Geld, alles was für mich zählt, ist, dass die Mucke dir, dass du sie hast. Was? Warte. Oh, I can do this for us.